Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, alles Gute im neuen Jahr. Ich bin hier in der Mitte der Stadt, weil wir als Stadt einen Wettbewerb planen, einen Architektenwettbewerb, wie diese Baulücke am besten bebaut werden kann. Das soll dieses Jahr passieren. Und von dem Gebäude hier, ehemals Gilcher, was Sie im Hintergrund sehen, da soll der hintere Teil abgerissen werden, damit diese Fläche insgesamt neu gestaltet werden kann. Also weitere Schritte in der Gestaltung unserer Stadt, die Freude machen können. Eine ganz andere Sache ist, das Covid-Virus hat uns nach wie vor fest im Griff. Die Bundesregierung hat mit den Ländern neue Maßnahmen beschlossen, die uns weiter einschränken, um einfach die Inzidenzwerte nach unten zu bekommen, weil die Notaufnahmen belastet sind. Da mag Ihnen wie auch mir das ein oder andere der Regelungen nicht so ganz schlüssig erscheinen. Gleichwohl ist die Bitte: Vermeiden Sie Kontakte, schauen Sie, dass Sie Abstand halten. Und dann schon der nächste Schritt, der für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger und für besonders gefährdete Personenkreise möglich ist: Lassen Sie sich impfen. Das ist die Maßnahme, die uns letztlich aus dieser Krise führen wird und die dann auch mit dafür Sorge tragen wird, dass das Leben sich wieder normalisieren kann. Und das Zweite, wo Sie unseren Geschäftsleuten sicher helfen können: Viele bieten Bestell- und Abholdienste an. Nutzen Sie das. Das ist gut für die Stadt und für die Region. Insofern lassen wir uns nicht unterkriegen von diesem Virus, sondern schauen wir, dass wir unsere Zukunft vernünftig gestalten. Vielen Dank.